Saroruhasana bzw. Saroruhasana ist eine andere Bezeichnung für den Lotussitz. Saroruha ist nämlich eine andere Bezeichnung für die Lotusblüte. Angelina zeigt, wie der Lotussitz geht. Setze dich hin, gib einen Fuß auf einen Oberschenkel, den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel. Und so bist du in Saroruhasana, den Lotussitz. Sitze dabei so gerade wie möglich. Saroruhasana hilft dir, den Rücken gerade zu halten. Die meisten Menschen brauchen für die Sitzhaltung ein Kissen. Dagegen für den Lotussitz kann man meistens auch ohne Kissen gerade sitzen. Wenn du mehr wissen willst über Saroruhasana und wie du diese Stellung meistern kannst und welche Variationen es gibt, dann geh auf unsere Yoga-Vidya-App, die es gibt für iPhone, iPad im Apple Store oder für alle Android-Smartphones und Tablets im Google Play Store oder eben auch auf unseren Yoga-Vidya-Seiten yoga-vidya.de. Gib einfach ins Suchfeld ein, Lotussitz oder Padmasana, und dann siehst du noch mehr über den Lotussitz und die Vorübungen dafür.